So, heute ist ein großer Tag für mich, denn ich befinde mich hier, ja, sozusagen an der Residenz seiner Eminenz, dem Geißbock Hennes, dem Maskottchen des ersten FC Köln. Hier wohnt er und sein Herrchen auch und den wollen wir heute mal besuchen. So, schönen guten Tag. Sie sind der Herr Schäfer, Sie sind der Besitzer vom Hennes, vom Geißbock. Tagchen, Sie sind die Frau Schäfer. Ja. Hallöchen. So, da ist er. Ich werd bekloppt. Gestern 7-0 gewonnen. Das war super, ne? Nee, Sie waren auch dabei, ne? Ja, immer. Darf ich mal Tag sagen? Oh ja, kannst du machen, kannst du machen. Ja? Okay, das ist er also. Ja? Hallo, Hennes. Na? Oh, ah! Was ist mit dem denn los? Aggressiv? Ja. Was ist denn das hier? Das ist die Nina. Ja, wo mir rundkommt. Soll ich dir ein paar zeigen her? Oh, ja. Was? Die Nina? Sind mit der Nina? Da sind sie aber offensichtlich ganz gut. Aha, hier, jetzt kommt die geheime Fotoecke. Genau, darf man da vielleicht mal näher reinschauen? Nee, das sind die Heimsachen. Ja, ja, ja. Setz dich mal nicht, dass du mal umfällst. Ja, ach so, soll ich mich hinsetzen? Ja, sehr gut. Hier, guck mal, das ist aber... Da weiß man gar nicht, auf dem Bild weiß man zum Beispiel gar nicht, wer ist jetzt hier der Bock. Ja? Kann man ja auch melken. Bock kann man doch nicht. Ja, natürlich. Ja. Jetzt aber gut, da war auch eine Bildungslücke. Ja, 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 natürlich, ist ja ein Bock. Das ist selbstverständlich. Ist ja ein Bock, hat ja nur einen Euter. Genau. Ne? Und sozusagen die Milch ist auch nur bedingt genießbar dann. Ja. Ja, ich würde sie nicht trinken. Ich würde sie dir auch nicht empfehlen. Ja, ja. Dann holen wir den doch mal raus. Ja, ne? Können wir machen. Ist er gut genährt eigentlich? Ja, hat ein bisschen Bauch, aber ein Mann ohne Bauch ist ein Krüppel. Ja. Oder? Dann sind Sie ja schon mal kein Krüppel. Na gut. Ja. Wieso hat der FC gerade Bock, das nur wirklich ungelenkste Tier, was überhaupt gibt, ja? Oh. Was jede Form von Spritzigkeit vermissen lässt? Ja, der Bock ist aber weltbekannt hier, ne? Der Bock, der macht ja auch Werbung. Ja, da haben wir Werbeverträge mit Kölsch und so. Da hätte der Bock aber nichts von. Da kriegt der Bock und ich nichts von mit. Wie? Was, von der Werbung kriegt der Bock nichts? Gar nichts. Ich würde gerne mit Ihnen tauschen. Ja. In den Redewendungen ist der Bock ja aber natürlich weit mehr verbreitet als zum Beispiel der Tiger. Man sagt ja, ich hab Bock, ich hab keinen Bock. Sie haben zum Beispiel einen Bock, ich hab keinen Bock. Wie kommt das? Man sagt ja auch gerne mal so als Schimpfwort, du geiler Bock. Der ist aber nicht geil, ne? Der kann ja gar nicht geil sein. Warum? Nur weil er geschnitten ist. Er ist geschnitten? Ja, ja, klar. Komm, ich bin auch FC-Fan. Ja, ja, ja. Man muss. Er ist ein bisschen. Alles klar, ist schon gut. Aber nur Spaß. Ja, nur Spaß gemacht hier. Unser Head Schlägenführer, der FC Köln. Ich bin auch ein Fan. Soll ich mal Kalmen machen? Ja. Ja, hallo, was machst du denn hier? Oh, ich hab Hunger. Wenn wir am Samstag gewinnen, dann esse ich nicht auf. Ach, herrlich. Wie verhält er sich, wenn Musik gespielt wird? Kein Problem. Alles. Kein Problem? Kein Problem. Ja? Unser Herz schlägt für den FC Köln, für den erste Club am Ring. Der FC Köln, ja, der FC Köln, der wird niemals hungern. Kann er noch irgendwelche Kunststücke? Kann auch lachen. Der kann auch lachen? Ja, eben im Moment hätte er nicht gelacht, aber der kann auch lachen. Guck mal, jetzt geht er an seine eigenen... Vorher angerufen, jetzt kann er lachen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Glück. Ja. Ja. Und viel Erfolg, sieht ja gut aus. Wir steigen natürlich direkt wieder auf, oder? Ja, nehme ich an. Nehme ich an, ja. Sieht doch gut aus im Moment. Ja, ne? Ja, ja. Und ist auch mit ihr verdient. So, und Hennes, ne? Wir zwei sind Freunde, oder? Tschüss. Tschüss. 3, 2, 1. Alle Fahrer kommen offensichtlich gut weg. Und damit haben hier viele gerechnet. Ein früher Angriff von Stefan Raab. Jetzt sehen Sie sich auf dem Monitor dieses Gesicht an. Allein dafür müsste es in Flensburg schon 4 Punkte geben.